Ja, hallo, liebe Klemmbausteinfans, liebe Freunde des gepflegten Steine-Kombinierens. Hier ist Ben Briggs und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, lang ist es her, dass ich wieder regelmäßigen Content geboten habe. Ich hoffe, jetzt so langsam kommen wir wieder in den Tritt. Und das Ganze starten wir mit einer kleinen oder größeren, ich denke mal eher größeren Haul. Ich habe es natürlich im Thumbnail schon gesehen und das war noch nicht alles, was dazu gehört. Deswegen, ja, vor einigen Wochen war ja in Bellheim bei Modbricks das großartige Community-Treffen. Es war ganz wunderbar. Viele großartige Leute waren da. Wir hatten eine grandiose Zeit. Es war super Wetter. Super Essen gab es sogar noch dabei. Und naja, Modbricks, wo man halt kaufen, 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 kaufen kann. Ja, und wenn der Ben bei Modbricks ist, ihr kennt das ja von vor einem Jahr, genau, dann der Ben kauft dann, nicht? Also. Ja, also es ist ein bisschen was zusammengekommen. Rechts und links von mir stehen hier so ein paar Sachen und die möchte ich euch heute gerne zeigen. Und ja, ich hoffe, wir haben ein bisschen Spaß zusammen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr davon habt oder haltet oder was auch immer. Erstmal ein riesen Dankeschön an den lieben Blockstar, an die liebe Klemmbaustein-Lady, aka die Hedda, an den lieben Michael von Rubrix, an den Florian und an alle anderen, die dieses tolle Treffen ermöglicht haben. Vielen, vielen Dank. Es war einfach fantastisch und ich hoffe auf eine baldige Wiederholung, bin natürlich mit am Start. Ja, diese ganze Geschichte, wie gesagt, einige Sachen habe ich ja hier stehen, aber die hat so eine Art Fallout noch gehabt, denn vor ein paar Tagen hatte ich plötzlich einen Brief in der Post. Und als ich diesen Brief öffnete, ich rechnete mit nichts Bösem und es kam auch nichts Böses, las ich ihn und dachte so, oha. Oha, wie geil ist denn das? Ja. Der Brief war vom lieben Achim. Viele kennen ihn unter dem Synonym Sticker Achim, also derjenige, der immer die tollen Stickerbögen für diverse Sets druckt und macht, die halt keine Stickerbögen haben. Wir haben uns in Bellheim getroffen, deswegen halt auch Fallout. Und wir haben uns über diverse Sets überall unterhalten, über Sticker und so weiter. Und ich erzählte ihm von meinem Bluesmobil, ne, von Bluebricks, ihr erinnert euch. Und ja, dann kam plötzlich dieser Brief. Und ja, ich lese ihn mal kurz vor. Hallo Benjamin, danke für dein Interesse an meinen Stickerbögen. Wir haben uns in Bellheim bei Modbricks getroffen. Du sagtest im Gespräch, dass du ein Bluesmobil in 6 Dot White hast, also 6 Noppenbreite, und dafür Sticker suchst. Da ich deinen Kanal schon länger verfolge, möchte ich dir diese jetzt schenken. Ihr wisst Bescheid, wie ich manchmal, wie es mir schwerfällt, manchmal so auf solche Geschenke zu reagieren. Es ist sensationell. Ich hoffe, du hast viel Spaß beim Anbringen der Aufkleber. Sie sind auf hochwertigem PVC-Folie mit Luftkanalkleber gedruckt. Die Folie ist sehr dünn und deshalb lass dir Zeit beim Anbringen. Die Platzierung dürfte aus meinen Fotos und der Anleitung hervorgehen. Viel Spaß also und immer nah am Stein bleiben. Gruß, Achim. Ja. Wie gerade schon gesagt, es traf mich unvorbereitet und ja, was hat er gemacht? Ich habe es euch ja schon im Brief erzählt. Das Bluesmobil von Bluebricks hat keine Sticker oder Drucke, also weder das eine noch das andere. Aber der Achim hat uns da, hat da was zusammengeschustert, was ihr auch übrigens käuflich erwerben könnt. Das ist einmal hier dieser kleine Stickerbogen. Ich hoffe, es blendet nicht so sehr. Ich wende ihn mal ein bisschen hin und her. Hin und her, her und hin. Und dann hat er noch genau hingehört, denn ich habe gesagt, ich würde mir auch vielleicht irgendwann nochmal den General Lee aus Ein Du kommst selten allein, dieses orangene Muscle-Kader holen. Hat er mir einfach noch den zweiten Stickerbogen oben drauf gelegt. Achim, sensationell, Wahnsinn. Richtig, richtig genial. Also ich, sowas trifft einen halt immer so ein bisschen out of nowhere und das ist der Hammer. Das ist richtig der Hammer. Ja, und dann, ja, wie soll ich es jetzt geschickt ausdrücken? Ja, was heißt geschickt ausdrücken? Man war halt da und viele Leute waren da, viele Content Creator waren auch da, viele Leute aus der Klemmbaustein-Szene. Und plötzlich, hey Ben, ich hab da was für dich. Hey Ben, ich hab da was für dich. Und ich so, Leute, was ist denn los? Was ist los mit euch? Es ist doch so genial, der Hammer.
Ich wusste echt nicht mehr, wo, vor allem, weil ich im Moment überhaupt kein Merch habe. Meine ganzen Schlüsselanhänger, die ich mal hatte, die letzten sind in Bellheim in die Verlosung für alle, die da waren, gegangen. Meine letzte Sigfig ist da reingegangen. Also ich habe im Moment einfach nichts. Und deswegen ist man so ein bisschen so unangenehm berührt, weil man denkt so, man würde gerne was zurückgeben, aber es ist in dem Moment. Aber ich revanchiere mich da noch für. Als allererstes hat mich der liebe Marc angesprochen. Marc, a.k.a. Steinklusiv, er kennt noch seine Minifigur, also seine Sigfig. Da, so, da ist sie. Genau, jetzt habe ich hier oben schon was in der Hand. Und zwar hat er mir nochmal ein kleines Modell seines Logos vom Kanal in die Hand gedrückt. Sehr, sehr cool. Übrigens, Logo vom Kanal ist das hier. Das sind nochmal zwei Aufkleber. Und ich denke, da ist die Ähnlichkeit durchaus erkennbar. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. An der Stelle wird einen Ehrenplatz wo auch immer bekommen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht in der Stadt, vielleicht irgendwo anders, man weiß. Dann kam der liebe Markus auf mich zu. Der liebe Markus, Markus G. aus dem Discord. Ja, ihr seht, ich sammle gerade was. Beziehungsweise nein, das war nicht der Markus G. Das war der liebe Van Oil, der liebe Carsten. Der liebe Carsten kam auf mich zu und sagte: Mach mal deine Hand auf. Ich hab da was für dich. Ja, was hat er denn für mich? Bedruckte Fliesen mit meinem Logo. Sehr interessante Farbe. Ich weiß nicht, was ist das? Aqua? Aber hier, ne? Da seht ihr mein Logo drauf und die Fliese. Und gab auch eine Fliese. Und ich finde dieses Logo so genial. Das ist nämlich sein Logo. Aber ihr werdet es gleich noch an anderer Stelle etwas mehr sehen. Das ist das Logo vom lieben Carsten van Oil. Also lieben Carsten Reul. So, genau, das ist richtig, richtig genial. Aber wo wir gerade beim Carsten sind, er war nicht alles. Nein, er war natürlich wieder mal vollkommen am Eskalieren und sagt: Komm, ich hab da noch was. Komm mal mit. Komm mal mit, Masse, ne, Masse. Ich hab da noch was. Freunde der Nacht, es ist genial. Karton? Yes! Haha! Musste mal wieder sein. Da. Ich finde. Oh, ich rede zu viel, aber ich habe jetzt schon wieder in der Schule so viel geredet. Jetzt muss ich hier auch noch reden. Das ist ja furchtbar. Schrecklich ist das. Nein. Eine Tasse mit dem Logo vom lieben Carsten von Van Oil. Ist der Hammer, oder? Richtig geile Tasse. Also die wird. Das ist so süß. Die Eule mit dem Grillwürstchen. Geil. Sensationell. Ja, aber wir waren ja eben bei bedruckten, beziehungsweise ja, Stein, wo was draufsteht, sage ich jetzt mal. Und dann kam der liebe Markus G., von dem ich eben sprach. Ne? Der liebe Markus G. Und der hat mir so verschiedene Sachen in die Hand gedrückt. Ich mache jetzt mal einen Schnelldurchlauf. Wir haben einmal hier eine Fliese, ich glaube einmal acht. Community-Treffen, super cool. 18.09.2021, meistens schon wieder ewig her, ne? Gefühlt. Dann von ihm selbst die Mobbing Queen. Das ist er in unserem Discord, absolut. Dann hat er mir mehrere coole Fliesen hier bedruckt mit Geierhausen. Das sind, glaube ich, drei Stück von Geierhausen, genau. Drei Ortsschilder von Geierhausen. Ich habe ja schon welche vom lieben Daniel, aber da, hier nochmal etwas anders. Und eins, das ist natürlich immer noch sensationell, die Geier-Gang mit dem Geier da in der Ecke. Richtig, richtig cool. Ja, was habe ich noch? Dann hat er noch eine Fliese mit seinem Logo drauf. Einmal vier Markus G. Richtig cool. Dann eine Fliese mit. Eine Fliese ist ja gar keine Fliese. Was erzähle ich denn da wieder? Ein Stein. Das war übrigens auch ein Stein, falls ich da Fliese gesagt haben soll. Stein, ne? Eine Steine mit dem Motte Brixer Logo. Hä? Ja. Geil. Und ja, jetzt kommen wir zu den Highlights fast schon. Obwohl die Geier-Sachen waren auch schon sensationell. Eine Tasse mit Modbricks drauf. Und eine Tasse, das ist natürlich sensationell auch. Ist da auf der Rückseite noch was? Nein, 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 nein. Aber eine Tasse. Ich will nicht. Moment, ich will nicht. Eine Tasse mit dem Discord-Logo. In Gelb die Tasse. Und auf der Rückseite sein Kanallogo oder beziehungsweise sein Logo im Discord nochmal. Richtig geil. Und dann,
Und dann, wie ihr wisst, war ich ja eine Woche vorher, vor dem Community-Treffen noch, oder wie einige vielleicht von euch wissen, auf dem Bud Spencer Terence Hill Festival. Ich zeig's euch einfach. Ich zeig's euch einfach. Sieht das nicht genial aus? Ist das nicht der Hammer? Richtig, richtig cool. Wahnsinn. Also, ich bin einfach hin und weg. Richtig, also es. Ich könnte jetzt auch schon Schluss machen, und es wäre einfach genial gewesen. Aber wir sind noch lange nicht am Ende, Freunde. Freunde, also wenn ihr jetzt noch nicht euch hingesetzt habt, euch gemütlich gemacht habt, nehmt euch eine Tasse, gerne die von Van Oil. Schönes heißes Kaltgetränk da rein und dann ab die La los geht's. Und apropos Tasse, es hört ja gar nicht mehr auf mit den Tassen. Also das ist ja schon der Hammer. Der liebe Chris Bricks hat mir auch noch eine nette Tasse von seinem kleinen Klemmbausteinshop EOMOS, mein Klemmbausteinladen, in die Hand gedrückt. Vielen, vielen Dank, sehr, sehr cool. Meine Tassensammlung wird immer größer. Ich weiß gar nicht, wann ich daraus überhaupt trinken soll. Gewisse Tassen sind bei uns schon unten im Fundus der normalen Tassen gelandet, also in der Küche, wo Frau und Kinder draus trinken. Also von daher. Ja, richtig coole Werbung hier für seinen Laden nochmal. Apropos Werbung, stehst du da bei Modbricks im Laden, ne? Denkst dir nichts weiter, guckst hier, laberst da und so weiter. Auf einmal stehen neben dir zwei nette Herren. Hui! Hast du vorher noch nicht gesehen, kennst du auch nicht. Sagen dir, hi, wir kennen dich hier, wir sind Let's Brick. Wir haben eine Tasse für dich. Ich so, okay. Hab mit dem bisher noch nichts zu tun gehabt, aber auf jeden Fall mal eine nette Tasse. Mal etwas anders, halt nicht diese nicht so transparenten Tassen, sondern die Tanztaste ist wesentlich transparenter. Also ich mag es halt gern transparent, von daher ist das schon okay. Let's Brick, der Kanal, also auch, und dann, ja, dann waren sie wieder von dannen gezogen. Aber nette Kollegin, ja. Sehr schön. Übrigens, Tassen sind ja so anscheinend das Go-To- Werbemittel anscheinend in der Klemmbaustein-Szene, nicht in der Klemmbaustein-Szene. Aber der liebe Donnergurgler, der hat was anderes hier, der ist auch aus der Klemmbaustein-Szene. Der hat noch was anderes, der hat was richtig Cooles gemacht. Ja. Guckt euch das mal bitte an. Richtig cool. Einen eigenen Brickhead mit eigenem Logo vorne drauf. Der und Karton vor allem. Er ist sensationell. Und Karton, der Donnergurgler. Werde ich aufbauen, werde ich auch mal dann vorstellen. Design bei Axel Foley. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Ja, um Gottes Willen. Da bin ich ja froh. Also, ich meine, ich bin ja erst 4, aber ist okay. Also, richtig, richtig cool. Ja, wie gesagt, wir können jetzt eigentlich auch Schluss machen. Also, da steht ja noch mehr. Um Gottes Willen, ja. Freunde, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Ja, wie soll ich es jetzt anfangen? Wir fangen einfach von oben nach unten. Ne? Ihr kennt das, ja? Das obere tatsächlich, ich zeige es euch direkt mal. Ein Hot Wheels Building Set. Das geht ja momentan anscheinend so ein bisschen durch die gesamte Klemmbausteinszene. Mega Constructs, Hot Wheels. Ist das mir? Me doch, Mega. Mega. Mega Blocks oder Mega Constructs? Ich weiß gar nicht, was steht denn hier? Was steht denn hier? Ich kann das nicht lesen, aber Mattel auf jeden Fall, ne? Mattel, ja. Wie auch immer, auf jeden Fall hier, ne? Diese aus Klemmbausteinen gebauten Mega-Constructs Autos sind sehr, sehr cool. Gehen gerade irgendwie durch die Decke in der Klemmbausteins. Jeder will die haben und ich habe einfach mal gedacht, nö, ich nicht. Dachte ich. Naja, und im Prinzip bin ich auch dabei geblieben, denn das Set hier, so cool es ist, Muscle Bound ist das. Das bekommt mein Sohn. Aber psch, ich verrate nicht, dass der gleich hier vor der Tür. Ne, so. Also das bekommt mein Sohn und der steht auf solche Autos. Von daher richtig, richtig cool. Ja, dann habe ich dieses Mal zugeschlagen. Ich habe es beim letzten Mal, als ich da war, vor einem Jahr nicht gemacht. Und diesmal habe ich gesagt, komm, das muss sein. Ach, guck mal, 6 Euro. Einmal noch ebenfalls von Mega Constructs ein Minions-Set von Despicable Me 3. Also ich einfach unverbesserlich 3. Das ist so ein Mini-Gru's Car, wenn man so will. Ne? Also so ein Ding, wo halt Gru normalerweise durch die Gegend
fetzt. Aber es ist halt das Mini-Ding davon. Ja, also allein die Figur ist geil, die kommt in die Stadt, super duper. Ja, dann haben wir hier, was haben wir? Achso, ja, da gab es, habe ich ja eben erzählt, ne? Diese das Glücksrad. Genau, das war's. Glücksrad, und da konnte man diverse Sachen gewinnen. Ich habe nicht mitgemacht. Und trotzdem hat mir der liebe Doc Tom am Ende dieses wunderbare Teil in die Hand gedrückt. Sehr, sehr schön, sehr ästhetisch. Bekommt übrigens auch mein Sohn. Also der wird sich freuen darüber. Da haben wir auf jeden Fall hier noch was Nettes. Ist von Decool. Green Giant. Ich glaube, solche Figuren gibt es nicht. Es gibt noch ein paar mehr. Zum Beispiel hier meinen heißgeliebten Iron Man. Den hätte ich natürlich auch gerne. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? So, stellen wir... Das ist alles so wackelig. Das ist alles so wackelig hier. Ne? So, jetzt gehen wir mal ganz kurz von der Klemmbausteinwelt weg. Denn auch im letzten Mod Bricks Haul vor einem Jahr habe ich, oder beziehungsweise kurz danach, das hatte ich nämlich da noch bestellt, habe ich eine Collectible Figure mir geholt von einem Predator. Und der liebe Michael hat in seinem Laden noch eine gehabt. Noch eine. Und ich war natürlich, muss ich haben. 20 Euro ist ein guter Preis. Die kosten, glaube ich, meistens sogar ein bisschen mehr. Was haben wir hier? Den Berserker Predator oder Berserker Predator. Genau, sehr, sehr geil mit dieser übelst fetzigen Klinge aus, was ist das, aus Predators. Genau, steht ja hier unten, Predators, aus dem Predators-Film, nicht aus Teil 1 und 2, sondern halt aus Predators. Sehr, sehr geil, wird auf jeden Fall in meine Sammlung kommen, freue ich mich mega. So, jetzt stellen wir das mal runter. Ah, jetzt geht's weiter. So, Alexander Ehle. Vielleicht kennt der ein oder andere den Namen von ihm. Ist Mitglied in der Schwabenstein und vielleicht hat der ein oder andere auch ein Machwerk von ihm bei sich zu Hause im Regal stehen. Der Alexander Ehle ist nämlich so ein kleiner Künstler, ja, ja, ein kleiner Lichtkünstler. Der macht jetzt keine Lichtinstallation in diesem Sinne, ne? Also so ist es nicht, aber ja, irgendwie doch schon, oder? Oder ich weiß es nicht. Das macht Alexander Ehle. Ein tolles Buch hat er rausgebracht. Er beleuchtet Lego-Modelle und zwar nicht, wie ich das jetzt und viele andere das machen, mit vorgefertigten Sets. Alles cool. Auch nicht mit modularen Elementen, die man so zusammenstecken kann, sondern er lötet und tut und macht alles selber. Und das ist ein Buch, wo er darüber schreibt, wie man das alles machen kann. Ganz viele tolle Ideen, zum Beispiel hier sieht man das mal mit kleinen Lampen oder halt mit Großsets, wie wir hier vorne drauf zu sehen haben oder hinten drauf. Mit dem Leuchtturm, den ich ja auch besitze. Er zeigt uns auch technisch, wie die Sachen alle funktionieren. Und ja, das Ganze ist zusammengefasst in einem Buch von... Uiuiuiui. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Über 300 Seiten. Ja, das werde ich mir dann in einer ruhigen Minute mal zu Gemüte führen. Also in 20 bis 30 Jahren. Okay. Nein, da werde ich mir sicherlich das eine oder andere mir rauslesen und dann auch anwenden. Weil ich finde, das ist einfach eine coole Sache, wenn man das nicht alles nur gekauft einbaut, sondern halt auch selbst mal ein bisschen Hand anlegt. Habe ich ja schon gemerkt, als ich verschiedene Bausachen, also verschiedene Teile von verschiedenen Sets zu einem Beleuchtungskit selbst zusammengeschustert habe. Das war ganz cool. Ja, sehr, sehr cooles Set. Alexander Ehle übrigens mit total lieber Widmung hier vorne. Da, genau. Alexander Ehle für mich, für den Ben. Ja, schön. brickelectronic.de, die Seite, die man dann aufsuchen sollte. So. Ja, kommen wir wieder zurück zum Thema Alien und Predators. Ich habe viel gekauft von Modbricks, Mega Constructs, muss ich sagen. Hier haben wir die Alien-Königin aus dem Film Aliens, Mega Constructs. Sehr, sehr geil, sehr, sehr cooles Set. Ich meine, ne, ihr wisst ja, Aliens und so weiter ist ja voll mein Thema. Und ja, freue ich mich mega drauf zu bauen. Habe ich auch schon in verschiedenen Videos gesehen. Passt perfekt zu meiner Sammlung. Richtig, richtig cool. Tolles Set. Tolles Set, tolles Set, tolles Set. Ja, und jetzt kommen wir fast zum Finale. Also ich habe auf jeden Fall ein Set hier. Da wusste ich schon, dass ich das bekomme. Ich habe es diesmal nicht
gekauft, sondern mir wurde es gestellt von Modbricks. Der liebe Jörn hat da, liebe Bloxy hat da ein bisschen was eingefädelt. Da ist der kleine putzige Facer, gell? Kleine Duzi. Blendet das? Nein, das blendet. So blendet sie. Der kleine Duzi. Ja, Facehugger von der Firma Modbricks, die Nummer 18269012, 615 Teile. Designed by Jungsean. Ja, Jungsean, was du gemacht hast. Jung, hier, guck. Siehst du, ne? Spaß beiseite. Richtig, richtig cool. Realisiert über Crowdfunding bei Modbricks. Auch eine sehr coole Sache. Könnt ihr aber, glaube ich, jetzt auch einzeln noch kaufen. Also wenn, dann würde ich mich ganz schnell mal dahin wenden. Freue ich mich mega drauf, den aufzubauen. So, und jetzt kommen wir zum bekloppten Finale, zu einer der beklopptesten Serien von Lego, eigentlich fast der beklopptesten Serie von Lego. Man könnte es auch so zusammenfassen, es ist quasi die Resterampe von allem, was bisher schon da war. Wir haben Space, wir haben Ritter, wir haben Schiffe, wir haben Eisplanet, wir haben Space, wir haben alles, wir haben Taucher, es ist einfach alles dabei und das Ganze mündet hier, so, da drin, genau, in der Nummer 6493 von Lego System, Time Cruisers. Das Schiff der Time Cruiser, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich habe die Bezeichnung von Bricklink jetzt nicht auf dem Schirm, aber da ist es, da ist das Ding. Es ist total bekloppt. Und wisst ihr, was das Geile ist? Ihr kennt das ja. Leider kein Blister drin, aber aufklappbar. Und jetzt pass auf. Ich hab da was. Eine Kassette. Eine Kassette, Freunde. Eine Kassette, ein Relikt längst vergangener Kulturen. Schaut es euch an. Da, frisch ausgegraben von den alten Leuten aus der Vergangenheit. Das ist SOS aus der Vergangenheit. Ja, vielleicht wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man noch zurückgeht in die Zeit, wo es Kassetten gab. Habe ich geliebt früher. Und werde ich mir auf jeden Fall anhören. Hier Ka von Karussell. Guckt mal da oben. Das ist die Firma. Sensationell. Ein Time Cruisers Nummer 3. Richtig geil. Da seht ihr auch noch das andere Set da unten. Ey, ist das abgedreht? Time Cruisers, verzweifelter Hilfe. Ich will nicht weiterlesen, es ist richtig geil. Muss ich hören. Ja. Da sind wir auch schon wieder am Ende. Ich bin auch fertig. Fix und alle. Also was hier alles auf dem Tisch steht, teilweise auch von euch da draußen, von Modbricks, vom Achim, vom Markus, vom Carsten, vom Marc, vom Chris. Donnergott, es ist der Wahnsinn. Es ist einfach der pure Wahnsinn. Es ist der pure Wahnsinn, was ihr da draußen wieder für Sachen gemacht habt. Und der pure Wahnsinn ist auch, was du, lieber Blockstar und Hedda und Michael und Florian und all die da mitgewirkt haben, da auf die Beine gestellt habt. Richtig, richtig cool. Einer der schönsten Tage dieses Jahres, möchte ich sagen, war natürlich, passt auch alles top zusammen, Wetter und die Leute. Auch die Leute gehören natürlich, denen gehört ein großer Dank, die da waren, die einfach den Tag zu dem gemacht haben, was er war. Nämlich großartig. Auch da geht ein dickes, fettes Dankeschön raus an euch da draußen, die ihr dabei wart. Ich habe mich riesig gefreut. Es war so toll. Viele Leute, die selbst Content kreieren. Und aber auch Leute, die es gucken, die da waren, einen angequatscht haben. Man hat miteinander geredet, man hat sich ausgetauscht, man hat mega viel Spaß gehabt. Vielen, vielen Dank an der Stelle für diesen tollen Tag an euch alle, die ihr dabei wart. Ja, an dieser Stelle endet dann auch dieses Video endlich. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet es euch gemütlich gemacht. Ein schönes kaltes Heißgetränk und dann vielleicht auch noch was zu knabbern. Was habe ich hier? Ah, Schoki. Ah, lecker Schoki. Keine No Placement natürlich. Milka. Ja, das war schon richtig, richtig cool und ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn du neu auf meinem Kanal bist und nichts mehr verpassen willst. Vor allem nicht, wie diese Sets alle in Videos auftauchen und wie ich die euch präsentiere. Ja, dann drückt doch einfach mal den Abo-Button und aktiviere die Glocke. Denn dann wirst du immer informiert. Meine Güte, wenn was Neues auf meinem Kanal kommt. Jawohl.
Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Und ich wünsche euch einfach einen schönen Tag. Baut was Schönes, bleibt gesund. Wir sehen uns und ich sage ciao.